Hallo Römer, liebe Freunde, was geht? Willkommen zurück zu einer neuen Folge von... Was ist das? 60 Seconds, richtig? Es gibt nämlich ein Update. Und zwar gibt es jetzt einen Challenge Mode. Und diesen Challenge Mode wollen wir heute mal ausprobieren. Ich habe keine Ahnung, was es ist. Ich habe das Update eben gesehen. Und ich dachte mir so, es kommt anstatt Star Wars morgen, weil von Star Wars habe ich noch nichts vorproduziert, einfach mal 60 Seconds wieder. Ewigkeiten her ist es, ich weiß. Aber ja, wir starten mit Feiertage. Sammle die unten aufgeführten Gegenstände und Familienangehörigen ein und erreiche den Bunker, bevor die Zeit abläuft. Okay, Bonus Nikolaus-Mütze. Okay, okay. Ach so, Belohnung ist die Nikolaus-Mütze für die ganzen Leute. Genau, ich habe mir das Update nämlich einmal durchgelesen. Ich kann es euch nochmal vorlesen, sag ich mal. Es gibt jetzt einen Challenge-Mode, genau. Man kann halt Hüte freischalten, die die Leute halt aufsetzen können. Es gibt drei neue Achievements. Ja, und der Rest ist einfach nur ein paar Bugfixes und so. Drei neue Achievements, die muss ich mir erstmal kurz angucken, Leute. Habe ich noch gar nicht geguckt. Wir haben ja noch nicht alle freigeschalten, also wir haben ihn nicht alle erreicht, meine ich. Aber ich weiß ja, welche wir noch nicht hatten. Danger Zone hatten wir noch. Win a game in every mode, genau. Holidays, complete the Holidays Challenge, okay. Complete one challenge und put on a stylish hat. Das kriegen wir hin. Gut, wir sammeln also alle Leute. Dreimal Suppe, dreimal trinken, Koffer und Karte. Okay, oh Moment, ich brauche meine Tastatur dafür, ne? Ich glaube schon. Ich weiß nicht mal, wie ich das eingestellt habe. Shit. Okay, es wird sogar angezeigt oben noch. Dann sammeln wir den Koffer. Nimm zwei Platz weg, ne? Oder drei. Wie mache ich das? Scheiße! Hä? Ich kann nichts einsammeln. Hä, wieso konnte ich den Koffer denn eben nicht mitnehmen? Ah, ich musste in der Reihenfolge sammeln, was? Okay, ich will die Challenge neu starten. Egal, sie startet eh gleich neu wahrscheinlich. Wo ist denn Dolores? Da oben hinten ist Dolores, okay. Mann! Auf zum Bunker, ja, alles klar. Wir müssen sie in der Reihenfolge, okay. Da ist die. Können wir den Koffer aber nicht mehr mitnehmen? Och, Alter. Hätte ich gewusst, dass wir das in der Reihenfolge machen müssen, Alter. Scheiß die Wand an. Koffer. Karte. Genau. Dreimal Wasser. Da oben ist einmal Wasser. Ach, oh, das müssen wir jetzt nicht mehr in der Reihenfolge machen. Alles klar. Aber müssen wir das jetzt in der Reihenfolge machen oder müssen wir es nicht in der Reihenfolge machen? Ich habe keine Ahnung. Nein! Uns wird einmal Wasser. Nein! Okay. Das war natürlich übel fail. Aber egal. Der Sound ist übel laut, Alter. Ich muss den Sound, glaube ich, gleich mal vor euch ein bisschen runterdrehen. Ich sehe nämlich gerade den Ausschlag dort vorne. Laut! Wieso steht da oben linke und rechte Maustaste? Es gibt also ein paar neue Sachen hier, okay. Oh, es ist laut, ey. Ich muss den Sound gleich unbedingt mal leiser drehen, ein bisschen. Bis zu 737 Jahre lang haltbar. Sehr geil. Oh, schon viel besser. Alter. Ach man, okay, so, neues Spiel, wir müssen nochmal eine Herausforderung, wir schaffen die diesmal. Diesmal schaffen wir sie. Ich weiß nicht, warum ich den Koffer am Anfang nicht mitnehmen konnte. Müssen wir erst alle Mitglieder und danach alles andere einsammeln? Ich habe keine Ahnung, ich mache das jetzt in der Reihenfolge. Krieg ich schon hin. Okay, zuerst Dolores, wo ist Dolores? Da ist Dolores. Ne, wir müssen es nicht in der Reihenfolge machen, alles klar, okay. Wasser mitnehmen. Und Essen noch mitnehmen, genau. Haben wir das schon mal. Schmeiß rein da. Dann brauchen wir Timmy. Timmy. Können wir nochmal Essen mitnehmen? Genau, und nochmal Essen. Zack, unsere Tochter war doch hier hinten, ne? Genau, hier. Zack, zack. Okay.
Da ist nochmal Wasser, aber wir brauchen jetzt erstmal die Karte. Da ist die Karte. Und der Koffer. Diesmal schaffen wir es, Leute. Diesmal schaffen wir es. Wir bekommen Hüte. Eine Nikolausmütze. Zack. Nice. Wir haben es geschafft, Leute. Oh, der Sound ist bei mir auf dem Ohr immer noch laut, ey. Eieiei. Das ist echt laut. Yeah! Holidays und Challenger. Aber noch keine Mad Hatter. Noch kein Mad Hatter Achievement. Naja, okay. Aber ich hoffe, meine Cam stört da nicht. Verdammt. Muss ich gleich mal drauf achten. Die ist riesig, ne? Ich glaube, ich sollte die gleich mal ein bisschen kleiner ziehen. Ja, doch. Doch. Ich glaube, das mache ich gleich mal. Wir gucken erstmal, was die andere Challenge ist. Flitterwochen, okay. Dolores. Zweimal Essen, zweimal Suppe. Strandhut. Ein Strandhut, cool. Okay, Taschenlampe. Oh. Okay, Moment, ich mache mal kurz die Cam ein bisschen kleiner, ne? Hallo? Da bin ich wieder. Mal kurz ein bisschen kleiner machen. Ich glaube, so groß bin ich. Ja, so bin ich ausreichend groß. Nochmal spiegeln, genau. Hier hinpacken. So, ja, ich glaube, das reicht. Das ist okay. Das ist okay, so, Leute. Auf ins Abenteuer. Hiya. Okay, nicht vergessen. Oder nichts vergessen, hoffentlich. So, erstmal suchen wir Dolores. Da ist Dolores. Okay. Da unten ist auch schon mal Trinken, ne? Ist das hier? Ja, es ist hier. Trinken. Das Radio. Und ab zum Bunker. So, okay, hier ist Suppe. Alles klar. Da ist nochmal Trinken. Wir brauchen noch einmal Suppe, ne? Was ist das? Ah! So, okay. Wir brauchen das. Den Koffer brauchen wir nicht. Scheiße. Noch einmal Suppe. Noch einmal das. Nicht die Suppe. Oder? Haben wir jetzt einmal zu viel Suppe? Ich weiß es nicht. Zack, okay. Verdammt. Wo sind die Sachen? Da sind die Karten, da sind die Karten. Nee, das ist Munition. Hier sind die Karten. Und die Taschenlampe. Okay. Wir haben alles. Wir haben alles. Wir haben alles. Ja. Puh. Das war gerade schon knapp. Ah. Aber wir haben es geschafft, Leute. Wir haben die Strandhüte. Cool. Sehr, sehr cool. Nice. Wir haben es geschafft. Gut, dass wir danach nicht noch weitermachen müssen. Das wäre nämlich echt doof. Wow, also die. Wow, die Schrift passt exakt rein. Ich habe eine Nachricht bekommen. Yeah, frohes neues Jahr von Nintendo. Cool. Neues Spiel. Haben wir jetzt eine weitere Herausforderung freigeschaltet? Nee. Wir müssen die erst. Kann ich zurück? Wie kann ich zurück? Ich glaube, das Spiel ist noch ein bisschen verbuggt, Leute. Okay. Alter 4. Und nochmal 60 Sekunden starten. Das Spiel ist gar noch ein bisschen verbuggt, habe ich das Gefühl. Also minimal. Ah, ich wollte schon sagen, jetzt wird es nicht angezeigt, oder wie? Ja. Okay, ich glaube, da machen wir noch gleich einen kleinen normalen Run. Kleinen normalen Run. Okay. Und Hüte! Hä? Das sind Hüte! Huh.
Okay, was fehlt uns eigentlich noch? Bringst du einen Turm? Ach ja, genau, 111. Müsse oder zerstöre alles, was in deinem Bunker gibt. Ach ja. Atom- und Ehrenanstalt. Ramme. Nein. 1337 Hindernisse. Modus Schwierigkeit. Ja, genau. Rette jemand vor den Räubern. Sag immer Nein und gewinne. Erkunde den Bunker vollständig. Verbünde dich mit anderen Ödlandbewohnern. Setze einen modischen Hut auf. Ja, das müssen wir noch machen, aber wie? Ich glaube, dann versuchen wir jetzt nochmal den Neinsager, Leute. Oh, warte mal, gibt's das für Sonstiges vielleicht? Nee. Dann versuchen wir jetzt nochmal klassisch bei nur überleben. Ich weiß es nicht. Apokalypse. Als kleiner Junge. Oder? Als Batman. Ja, komm, als Batman und sagen immer nein. Das Achievement versuchen wir jetzt nochmal zu toppen, zu bekommen. Dann muss ich nochmal gucken, was das mit den Challenges da auf sich hat. Warum wir die anderen nicht bekommen. Vielleicht müssen wir einfach noch ein Spiel machen. Ja, wir haben noch. Okay, wir haben noch Dingszeit. Vorbereitungszeit. Dann will ich auf jeden Fall das Radio mitnehmen. Das mitnehmen. Timmy mitnehmen. Ab in den Bunker. Haben wir hier noch ganz viel Essen und Trinken. Nimm mit jetzt! Danke. In den Bunker. Die Waffe nehmen wir mit. Das nehmen wir mit und das nehmen wir mit. Okay. Ab in den Bunker. Das ist Medikit, das will ich auch gerne mitnehmen. Medikit mit... Oh, das mitnehmen. Essen. Trinken haben wir noch nicht so viel. Oh, verdammt. Medikit in zwei Plätze weg. Stimmt. In den Bunker. Dann jetzt erstmal Munition. Ja, komm, nehmen wir Munition. Noch die Munition jetzt mit. Und unsere Tochter. Zack. Dann schnappen wir uns noch schnell Dolores. Und das ganz Wichtige. Buch. Trinken. Oh kacke, die Karte haben wir nicht. Und die Gasmaske haben wir nicht. Nein. Shit. Ich habe die Gasmaske vergessen. Ach man. Ach man. Ach man. Das ist doof. Das ist ja doof. Aber vielleicht haben wir ja Glück und haben sie noch im Bunker. Das kann ja alles vorkommen. Tag 1. Oh, wir haben wenig Trinken. Alter. Sehr, sehr wenig Trinken. 3 Flaschen haben wir nur. Alles klar. Okay, wir haben einmal Essen noch mehr bekommen. Okay. Jeden 5. Tag war das Essen und Trinken geben, ne? Genau. Jeden 5. Tag. Okay. Alles fresh mit den Leutchen, ja. So wie ihr es gewohnt seid. Unsere Stadt ist immer noch stark. Ja, ich will jetzt noch keinen auf die Expedition tippen. Hier unten verliert man sein Zeitgefühl. Wir haben keine Ahnung, ob es Tag oder Nacht ist. Sonst schlafen wir uns durcheinander. Nee. Ihr könnt ruhig verrückt werden. Ich glaube, dadurch werden sie verrückt. Oder werden sie dadurch krank? Ich weiß es nicht. Ich bin mir echt nicht sicher. Wir haben versucht, die Symptome... Strahlenkrankheit bewahrt, genau. Ja, Wasser und Essen kriegen sie noch nicht. Erst an Tag 5. Keiner kann auf eine Expedition gehen. Alles klar. Für das Achievement erkunde den Bunker komplett, ne? Müssen wir vielleicht einfach mal... Yo! Epilepsie-Gefahr. Alles klar. Vielleicht müssen wir einfach mal alles anklicken. Ich habe keine Ahnung. Oder wir müssen mal alles irgendwie mitnehmen können oder so. Ich habe keine Ahnung. Einen Tag haben wir noch Zeit. Nichts ist überraschender, als wenn... Ach nee, nein. Wir sagen ja immer nein. Das ist scheiße irgendwie, ne? Egal. Okay. Ja, Essen und Wasser brauchen sie auf jeden Fall beide, alle. Wir müssen irgendwie demnächst mal wen auf der Expedition schicken, denn wir brauchen Wasser. Wir haben kein Wasser.
Wir müssen das Bier auch gewinnen, ne? Scheiße, stimmt. Oh, das ist nicht so gut. Guter Morgen für die Leute, was steht da oben? Wir hielten es für keine gute Idee, das Schweigespiel zu spielen. Okay, die Stille war zu nervig. Okay. Ja, Stille ist echt nervig. Okay, wir können Mary Jane auf eine Dings schicken. Och, Mann. Ah, wir haben leider keine Karte dabei. Die habe ich vergessen. Und die Gasmaske auch. Zwei sehr wichtige Sachen eigentlich. Das ist schlecht. Warte, was? Obwohl wir so höflich wie möglich ablehnten, waren die Gäste definitiv beleidigt. Sie galoppierten davon, fuchtelten mit ihren Holzschwertern und brüllten, sie würden nun Gebüsche beschneiden. Okay. Alles klar. So, Mary Jane soll rausgehen mit der Waffe. Dann kann sie sich jedenfalls wehren. Sie hat zwar keine Munition dabei, aber es macht den Leuten vielleicht Angst. Das ist ja möglich. Genau. Okay, wir haben noch Tag 8. Das ist okay. Mann, wie lange ich 60 Seconds nicht mehr gespielt habe. Dieses Spiel ist eigentlich mega geil. Aber wir haben ja so viel 60 Seconds gespielt. Obwohl ich echt mal wieder Bock habe, ein bisschen auf Achievement-Jagd zu gehen, sag ich mal. Wieso leuchtet es hier? Wieso leuchtet es hier? Das sind die Glühwürmchen. Sie haben immerhin mit dem Streiten aufgehört. Okay. Ja, wir können. Warte mal. Ja. Wir können Radio hören. Schön. Ah. Okay. Da-da-dum. Das Radio war sehr gut mitzunehmen. Das war sehr, sehr gut. Wir sollten mal kurz einen Blick nach draußen werfen, um zu sehen, ob der Laden um die Ecke noch steht. Aber als wir die Tür öffneten, hörten wir ein Knurren in der Dunkelheit. Ach ja. Das ist doch Pancake. Genau, Pancake. Dann brauchen wir Essen und das Medikit. Ja. Das haben wir sogar geschlossen, die Taschen ab. Genau. Schön. Sehr, 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 sehr schön. Wir können wieder Pancake bekommen, Leute. Wir können wieder Pancake bekommen. Alles klar. Nein, wollen wir nicht. Denn wir müssen Nein sagen. Immer. Und Mary Jane ist wieder da. Sie ist aber krank geworden. Das ist aber. Nee. Tut mir leid, Mary Jane. Sie hat nichts mitgebracht. Nee, morgen gibt's erst Essen und Trinken. Und Timmy rennt raus. Nee, Dolores, komm. Wir machen sie mal nicht gesund, denn wir wollen Pancake haben. Denn, ja. Er soll uns, oh Kacke, trinken und so mitbringen. Wir müssen auf jeden Fall auch wieder eine Expedition starten. Es ist verrückt, wir finden überall kleine Spinnen in unserer Suppe. In unserem Wasser. Überall kleine Spinnen in unserer Suppe, in unserem Wasser. Wir könnten schwören, dass einige von ihnen immer wieder kommen. Und sie werden jedes Mal größer. So kann es nicht weitergehen. Wir müssen in den Krieg ziehen. Ja, wir nehmen das Insektenspray. Hat es was geholfen? Aber wir haben Essen dazu bekommen. Schön. Ach nee, warte, wir brauchen kein Essen. Wir brauchen Trinken. So, und ich würde sagen, Dolores geht nach draußen mit nichts. Und sie bringt hoffentlich etwas zu trinken mit. Denn wir brauchen dringend wieder Wasser. Wir wollten gerade vorsichtig. Genau! Zum Glück ist unser Herzinfarkt. Zottliges Biest angesprungen. Und zum Glück ist unser Herzinfarktrisiko dank Hamburg. Was? Hamburger armer Ernährung relativ gering. Es war nämlich nur unser vierbeiniger Freund und kein Mutant, der es auf uns abgesehen hatte. Guter Junge. Ja, wir füttern Pancake natürlich. Essen haben wir genug. Wir hätten echt mehr Wasser mitnehmen sollen. Oh, fuck, ey. Oh, fuck. Wir haben noch 2 Tage. In 2 Tagen muss Dolores wieder da sein. Er kommt garantiert bald zurück. Ja, genau. Glaube ich auch. Monaten gerade die bestrahlte Landschaft, als wir eine junge Frau in zerknüppelter Tarnkleidung erblicken. Sie hatte ein gefährlich aussehendes Gewehr, grüßte uns aber relativ freundlich. Sie behauptet, Jägerin zu sein und
eine große mutierte Spinne zu verfolgen. Ja, komm, wir können die Munition geben. Das ist ja nicht Ja oder Nein sagen. Ist es ja nicht. Deswegen ist alles fresh. Wir haben immer noch zu wenig Wasser. Ja. Einen Tag haben wir noch. Dolores muss wiederkommen. Dolores muss gleich wiederkommen. Unbedingt. Unbedingt. Scheiße. Wir können nur einem Wasser geben. Das ist das Problem. Wir haben kein Wasser mehr. Ja, wir müssen Ted Wasser geben. Und allen essen. Ha. Timmy und Dolores, ja, Mary Jane ist jetzt weg. Aber wir müssen ja eh nur überleben. Stand da irgendwas um Dolores oder so? Nee. Kann die mal wieder zurückkommen? Ich brauch Wasser. Für einen isolierten Atombunker ist der Geräuschpegel ziemlich hoch. Etwas hat seit dem Morgen laut rumort und uns nicht schlafen lassen. Es scheint sich unter uns zu befinden. Nein, das war dumm! Dadurch wird er doch jetzt krank, ne? Verletzt. Nee, nur verrückt, okay. Alles klar, alles gut, alles gut. Alles gut. Ja. Aber der ist verrückt geworden. Dolores ist endlich wieder da. Sie hat Wasser mitgenommen, ja, sie hat Wasser mitgebracht. Und eine Gasmaske. Das ist sehr, sehr gut. Oh, schön, 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 schön. Zweimal Wasser, eine Gasmaske und ein... Alter. Dolores, du gönnst dir aber richtig, ne? Hey, da ist ja Pancake. Unser pelziger Freund ist zurück, aber er wirkt so nervös und... Scheiße, da müssen wir die Karte benutzen, oder? Scheiße, ich glaube, da müssen wir die Karte benutzen, das ist das Problem. Alter, wie viel Wasser haben wir denn? Alter! Sollte man ihm lieber aus dem Weg gehen. Die zwei Gauner, die uns begegnen, als wir Pancake folgten, mussten das auf die harte Tour lernen. Pancake war auch ein echter Held. Er jagte ihnen hinterher und einer hätte dabei fast seine Hose verloren. Nicht, dass die irgendwer haben wollte. Ja, geht. Okay, aber wir haben viermal Wasser bekommen, ey. Das ist super geil. Zwillingsschwester. Oh! Ja klar, wir helfen. Ich hoffe, für Dolores ist es jetzt noch nicht zu spät, was das Essen angeht. Doch, ist es. Scheiße, ich war nämlich am überlegen, gebe ich jetzt Essen und Trinken oder nicht, aber... Scheiße. Hat Ted keinen Hunger oder Durst? Ich gebe ihm trotzdem Essen und Trinken, vorsichtshalber, man weiß ja nie. Nach den vielen Tagen hier unten sind wir echt nicht unbedingt sauber. Wir stinken sehr. Bis es uns aufgefallen ist, hat es uns nicht gestört. Aber jetzt macht es uns krank. Wir nehmen die Gasmaske? Keine Ahnung. Wir werden jetzt eh nicht mehr rausgehen, denn wir haben nichts mehr. Das bringt uns nichts. Wir können nicht einfach rausgehen. Aber Ted wird langsam zu verrückt. Grün Pyjamas, die... Was? Okay. Aber nein, können wir nicht machen. Scheiße, das wird definitiv kein guter Run, Leute. Scheiße. Das ist echt bad gerade. Ja, wir müssen Pancake helfen. Dafür habe ich nämlich dieses Medikit aufbewahrt. Und wir haben Pancake. Und er ist nicht mehr verrückt, denn wir haben Pancake bei uns. Oh, wie süß er ist. Ja. Ted ist nicht mehr verrückt. Okay, das könnte doch noch was werden, Leute. Eine Wasserflasche, zwei Wasserflaschen. Eigentlich müssen wir keinen Trade machen, oder? Dann brauchen wir die Karten noch? Wir behalten einfach mal alles vorsichtshalber. Kann ja sein, dass wir den noch irgendwie für was anderes benötigen. Deswegen lassen wir das mal. Nein, Ted ist wieder verrückt geworden. Was? Scheiße. Das ist jetzt nicht so gut. Schön. Heute besucht uns ein Mann mit einer körperlichen Mutation. Ihm sind mehrere funktionsfähige Hände gewachsen. Er erzählte uns von seiner Gruppe. Diese entstellten Menschen sind trotz der Umstände freundlich und versuchen, Vorräte zu sammeln.
Überall vertreibt man sie mit Waffengewalt, aus Angst vor Ansteckung. Er verspricht, seine Gruppe helfen uns beim nächsten Mal die Räuber loszuwerden, wenn wir ihm einige... Ja, klar. Ich meine, wir haben Wasser echt einiges, deswegen können wir mal eine Flasche loswerden. Jetzt haben wir noch 4 Flaschen, das ist vollkommen ausreichend. Erstmal. Ja, jetzt brauchen wir wieder Essen und Trinken, genau. Wir können nicht auf Expedition bringen. Mann, wir haben keine Karte, das ist das Problem. Wir brauchen einen Händler, der uns eine Karte anbietet. Für irgendwas. Ach, Mann. Ja. Sehr große Langeweile herrscht im Bunker, das kann ich verstehen. Hier ist ja auch nichts los und Ted ist ganz alleine und verrückt, also... Obwohl, dann dürfte eigentlich nicht langweilig sein. Naja. Wir könnten wirklich ein paar Vorräte gebrauchen. Wir haben sie heute gezählt und... Nee. Geht nicht. Wir müssen Nein sagen. Was ist das? Mann, das ist echt problematisch gerade. Das ist echt problematisch gerade. Man sieht meine Augen gar nicht, wenn ich meine Haare so habe, weißt du? Das ist total kacke. Tut mir leid, Leute. Tut mir leid. Okay. Tag 33, genau. Was ist das? Es klingt wie ein fernes Grollen, aber es wird lauter. Und warum wackelt alles? Oh Gott, ein Erdbeben. Haltet euch an irgendwas fest. Wir behalten. Das Radio. Das Radio ist das Wichtigste. Taschenlampe und Gasmaske kann gerne kaputt gehen. Das Radio ist das Wichtigste, damit wir gerettet werden können. Und das ist ja unser Ziel, ne? Einen Tag haben wir noch Zeit, genau. Die Geschwister hielten ihr Wort, sie beehrten uns erneut und hatten wieder eine Bitte im Gepäck. Da ihnen langsam der Platz im Zelt ausging, wollte ihre Gruppe ein kleines Lager errichten. Sie hatten schon ein paar Ressourcen gesammelt, brauchten aber Hilfe beim Holzhacken und Hausbau, ja. Wir haben eine Axt. Das ist sehr nice. Das ist sehr geil. Wir müssen halt hoffen, dass sie bald wiederkommen. Bevor Ted irgendwie... halt... ja, ne? Volle Hunde geht. Diese Gasmaske, ja, wir können sie reparieren, nice. Oh gut, dass ich wollte nämlich erst die Gasmaske retten, aber gut, dass wir sie nicht gerettet haben. Sehr gut sogar. Sehr, sehr gut. Beim Frühstück klopfte es an unsere Tür. Es war ein Mann mit ziemlich vielen Armen. Gegen einige Vorräte würde seine Leute unsere nächste Expedition begleiten. Unsere sichere Heimfrau sorgen. Viereinhalb, 3,5. 7,5. Bringt uns eigentlich nichts, aber ich will's mal machen. Ich will es mal machen. Denn wir können hoffen. Wir können nur den Bunker ja nicht verlassen, ne? Ach, kacke, er hat die Gasmaske. Wir können halt keine Expedition machen, das ist das Problem. Wir können das Gewehr reparieren, das ist schon mal ganz gut. Schon mal sehr gut. Aber wir können halt keine Expedition machen, weil dann ist unser Bunker ganz alleine. Und das bringt uns halt, ja, nichts. Das ist halt scheiße. Da, schon wieder Geräusche, die ganze Zeit seltsame Geräusche. Kommen sie aus den Rohren, aus den Wänden, ist etwas hinter der Tür, wir wissen es nicht. Und es treibt uns in den Wahnsinn. Ja, wir können Karten spielen, wodurch Ted vielleicht nicht mehr verrückt wird. Er ist noch verrückt, schade. Die Ablenkung hat uns ganz vergessen lassen, dass, ja, was war es eigentlich noch? Ja, keine Ahnung. Würde ich auch gerne mal wissen. Wir vermissen unser altes Leben sehr. Ja, glaube ich gerne. Glaube ich dir sehr gerne, Ted. So, jetzt braucht Ted wieder Essen und Trinken und wir können ihn ja eigentlich... Soll ich ihn mal auf eine Expedition schicken? Sollen wir mal eine vorbereiten? Ja, wir müssen hoffen, dass wir eine Karte bekommen. Und dass die Expedition uns nicht... Ja... Nicht das Ende dieses Parts bringt. Warte mal. Nein! Ah, ich wollte gucken, ob auf der nächsten Seite noch was ist. Toll. Shit. Alles klar, dann machen wir später nochmal eine Expedition. Pancake ist extrem unruhig, es wäre wohl gut... Mann, wir müssen Nein sagen, scheiße. Scheiße, das habe ich ganz vergessen. Wir müssen Pancake ja rausschicken lassen, also zustimmen, dass er raus darf. Mann.
Ah, es ist gerade richtig bad. Richtig, richtig bad. Wir haben... Nein. Nein. Sie bieten einen Koffer... Ach nee, okay, gut. Ich wollte gerade sagen, schade, wir könnten eine Karte bekommen. Aber nein, können wir nicht. Ha. Immerhin schon mal Tag 44. Immerhin. Gruppe freundlich Überlebender ist wieder da. Sie haben gute Nachrichten. Ihr kleines gemütliches Lager ist fertig. Sie ziehen nach und nach dort ein. Allerdings gibt es auch einige Kinder. Ja, die Kinder kriegen gerne unsere Spielkarten. Wir müssen uns ja mit anderen Überlebenden verbinden. Also ein Bündnis eingehen. Und das, ja, indem wir denen die ganze Zeit helfen, tun wir das. Und das ist, ja, sehr nützlich. Eine Kakerlake. Ja, wir müssen irgendwie irgendwas machen. Ted darf nur nicht krank werden. Und nicht zu verrückt werden. Nicht zu verrückt werden. Damit er, ja, nicht, dass er abhaut. Das will ich nämlich nicht. Wir könnten vielleicht 2 Achievements kriegen, ne? Fällt mir gerade so ein. Macht uns allen Sorgen, wir wissen nicht, wie wir ihnen helfen. Oh Mann, scheiße. Hört man das stundenlang kein Wort, kein einziges Wort? Ja, vielleicht hilft ihm Radio hören ein wenig gegen das Verrücktsein. Es wäre zumindest gut. Komm, Ted. Hör ein bisschen Radio. Hör Radio. Hör Radio, Ted. Alles gut. So, einfach ein paar Mal raufgeklickt. Vielleicht hilft es ja. Es wäre auf jeden Fall sehr vom Vorteil. Eigentlich müsste ihm Pandiac ja helfen, dass er nicht verrückt bleibt, ne? Eigentlich schon. Eigentlich. Pancake will unbedingt eine Banane. Ich kann's nicht. Es tut mir leid, Pancake. Ich kann dich nicht rausschicken. Wir sind schon bei Tag 50. Alter, ich habe jetzt nicht erwartet, dass wir so lange überleben. Wir haben keine Karte. Fuck. Was ist das? Ah, solange wir ein Achievement kriegen heute, ist alles okay. Ob es jetzt das Alliierten-Achievement ist oder nicht. Oder das Neinsager-Achievement. Ich wäre mit allem zufrieden. Mit allem, ja. Wir haben ja schon Achievements bekommen, also die Challenge-Achievements da. Weil ich immer noch nicht weiß, wie wir den Leuten ein Hütchen aufsetzen können. Nein, wir können nicht Ja sagen. Oh, Tag 53. Wir sind schon ziemlich weit. Nein, können wir nicht. Ja, meine Haare. Ihr seht nur das Auge. Ted ist nicht mehr verrückt. Ja. Nice. Sehr, sehr geil ist das. Wir haben Angst, aber vielleicht steht auf der anderen Seite ein freundlicher amerikanischer Soldat. Sollen wir aufmachen? Nein, können wir nicht. Mann. Wir haben mein Saga-Achievement bekommen. Wir können jetzt... Ja. 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 Geil. Wir sind verrückt geworden. Scheiße. Ted, warum? Aber yeah. Yeah. Geil. Wir haben das Neinsager-Achievement bekommen. Müssen wir dafür nicht gewinnen? Aber wir haben ja noch nicht gewonnen. Oh, Kacke. Ted ist krank. Das ist jetzt das Ende. Das ist das Ende. Wir haben das Neinsager-Achievement. Wir können ihn noch raus. Ja, wir können ihn rausschicken. Nice. Sehr, sehr nice. Meine Lippen sind mega rot. Alter, what the fuck. Krass. Kamerafarbeinstellungen. Ja, GG. Pancake hat uns eine Gasmaske mitgebracht. Aber wir bräuchten... Plünderer sind an unserer Tür. Nein. Wir verschließen. Wir verschließen unsere Tür. Haben wir noch alles? Ja. Okay.
Ted hat großen Durst. Ja, ist okay. Wir brauchen aber unbedingt ein Medikit. Das ist das Problem. Sonst überleben wir das nicht. Und die beiden Geschwister könnten mal wiederkommen. Ja, wir haben noch einen Tag wegen Essen und Wasser. Wir hatten das Gefühl, etwas würde uns aus einer Ecke des Bunkers beobachten. Wir glauben, es ist eine Ratte. Okay, wir nehmen das Gewehr. Vielleicht hilft es. Keine Ahnung. Hat es uns was gebracht? Nein. Es ist jetzt tot. Okay. Warum bringt uns das kein Essen? Mann, wir brauchen ein Medikit und eine Karte. Scheiße. Ach Mann. Irgendwas. Irgendwas müssen wir... Oh Mann. Ich habe keinen Kaffee mehr. Mann, alles läuft... Also nichts läuft nach Plan. Warte mal, wir haben viele entfernte Verwandte, aber keiner davon bedeutet uns so viel wie Tante Ada. Sie lebt auf dem Land, also bastelt sie wahrscheinlich noch an ihrer Kuhzählmaschine und macht sich keine Gedanken um Atombomben, die auf ihren Hühnerstall herabregnen. Schade, dass wir kein Foto von ihr haben, oder doch? Wir hatten doch einige Fotos in Büchern versteckt, nach dem großen Kaffeefleck-Vorfall. Habe ich nicht gerade über Kaffee geredet? Nice. Und hatten wir eins? Da ist es ja. Yeah. Okay. Aber schade. Ted ist immer noch verrückt. Und wir haben immer noch kein Medikit. Abwehren. Scheiße. Wir haben aber immer noch überlebt, Alter. Immer noch überlebt. Aber unsere Waffe ist halt kaputt. Wir können nicht verstehen, was sie sagen, aber sie hämmern wie verrückt drauf. Nein, wir machen die Falltür nicht auf. Das könnte ich schätze, das ist nicht das. Nee. Ich schätze, das ist nichts Gutes. Wenn sie wie wild draufhämmern. Wir brauchen immer noch Medikit. Aber bald ist Ted tot, weil er zu krank ist. Wir sind schon bei Tag 66. Ist immerhin etwas. Wir sind weit gekommen. Wir brauchen bald mal wieder neue Vorräte. Mann! Wir müssen die Axt benutzen. Scheiße, Alter. Bitte, dass die Axt noch halt... Nein, sie ist nicht mehr. Oh, verdammt. Und sie haben trotzdem noch Essen, was? Haben sie Essen mitgenommen? Nee. Okay, gut. Sah nur so aus. Mülleimer ist kaum noch Platz. Kakerlaken von den Kleiner, oder? Ja, Kakerlaken sind eigentlich ganz winzig. Hat es uns was gebracht? Irgendwas? Nein. Ha. Kaum zu glauben, wir besitzen bereits unsere eigenen Fallout-Garten. Unseren eigenen Fallout-Garten. An einer Wand wachsen Pilze. Ja, nehmen wir. Denn ich glaube, die bringen uns Essen, ne? Oder auch nicht. Okay. Scheiße. Wir sind am Arsch. Ist vorbei. Ja. Was? Lag's jetzt an der Räuberbande oder woran lag's? Ohne Pancake hätten wir uns sofort ergeben. Er hat die Räuber wie ein mächtiger Löwe angegriffen. Ted war zu lange krank. Okay, wir sind durch die Krankheit gestorben. 70 Tage haben wir überlebt, Leute. 70 verdammte Tage. Krass. Aber wir haben das Neinsager-Achievement bekommen. Sehr geil. Du bist gestorben. Hä? Arschspiel. Muss mir das jetzt nicht nochmal extra vorhalten. Ach man, schade. Schade, schade, schade. Warum kriegen wir eigentlich keine Hüte? Das sind die Credits, aber ich will Hüte. Mann. Krass. Design, Text und Testing. Yeah, Production. Komm, vielleicht kommt am Ende ja die Hüte. Ich weiß es nicht. Egal. Gut, Leute. Ich hoffe, es ist okay, dass heute kein Mystery Dungeon kam, sondern dieses Spielchen. Und ich hoffe, es hat euch gefallen.
Ich hoffe, wir können bald weitere Sachen vom neuen Update machen. Aber wie es aussieht, nicht. Irgendwas ist da falsch. Ich weiß es nur nicht, was da los ist. Aber gut, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns bei das nächste Mal wieder, beziehungsweise bei Lego Star Wars. Morgen. Haut da rein.